Dies ist ein Anti-Produkt-Placement. Kaufen Sie auf keinen Fall Patafix. Der Mist ist kacke. Härtet aus und danach müssen Sie von der Wand hämmern. Und dann weiß übermalen. Habe ich gerade gemacht und damit willkommen zurück zu Disco Elysium. Wir stehen immer noch am leicht verschneiten Strand. Und ich habe eine Kiste über. Oh, was ist das hier noch? Weißes Polohemd, Rhetorik, minus Empathie. Warum zieht denn ein weißes Polohemd Empathie ab? Ist das hier so ein... Moment, das Ding hat doch Beschreibung. Intersoläres Frackhemd? Nee, das hier. Dieses Hemd sieht abgenutzt aus, müffelt etwas. Du fragst dich, wer das wohl in einen Tara-Container zurückgelassen hat. Was für ein Mann muss man überhaupt sein, um ein Polohemd anzuziehen? Das könnte ein Geheimnis des Lebens sein, die nie gelüftet werden. Ach so, weil das so ein Justus-Ding ist. Der Fairwetter T5000 Kyros. Dieser Kyros aus technischer Keramik ist bekämpft, verteidigt kinetische Energie über seine unzähligen weißen Plättchen. Das Beste? Er passt unter deinen Mantel. Außerdem macht er bei Erschütterungen tolle Porzellangeräusche. Unbesiegbarkeitswahn. Geliehenes Selbstvertrauen. Naja, falls mal die Gefahr besteht, dass irgendjemand auf mich schießt, kann ich da auf jeden Fall was tun. Also warum der Ton immer noch hängt, ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht nachgeguckt, ich hatte keine Zeit. This trap's not too hard to spot, once you know what to look for. Keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. Also sie haben sich nicht Mühe gegeben, das Ding zu verstecken. Du siehst dich um. The reeds shake sadly in the coastal breeze. Snow specks the stalks. Most of it melts quickly. The reeds seem to be waiting for something. Was macht eigentlich, dass das Gras hier so komisch aufgelöst ist? Wenn das wie nur so Streifen, wie so Sichtlinien, warum? Oder glitscht das durch die Dingens, durch den Boden? Na ja, gut. Schau da. The wind picks up here, near the Cape's end, surrounding the narrow strip of land from three cardinal directions. It's cold for this time of year. Ah ja. Das Schilf scheint auf was zu warten. Der Wind kommt aus drei Richtungen. Es ist sehr kalt für die Jahreszeit. Du greifst nach der Falle. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Oh, kein Monster. Empty as all of them. One more of these and we are done. Sein Gesicht ist rot von der kalten Meeresluft. Er geht in die Hocke, um Atem zu schöpfen. Schade, dass Sie nicht drin waren. Können Sie nicht mehr? Ich möchte betonen, dass ich nicht damit gerechnet habe, in diesem Fall eine kryptozoologische Monstrosität vorzufinden. Of course. Noted. Er beäugt dich skeptisch, während du die Falle ins Schiff zurückstellst. Vor allem jetzt auf einmal fängt Kim an, hier rumzukeuchen, nachdem wir ja eigentlich schon die ganze Zeit immer hier auf unsere langen Reisen mitstellen. Okay, ich habe vergessen, wo die letzte Falle ist. Ich dachte, sie wäre hier. Ah ne, die war ganz am Anfang, oder? Da, wo wir herkamen. Ich könnte mich nochmal mit der Tür beschäftigen, die nicht aufgehen möchte. Aber eigentlich haben wir ja die Erkenntnis gehabt, dass die Tür sich niemals öffnen wird, ne? Oh. Das Gebäude vor dir beherbergt den Motor. Der muss groß gewesen sein. An old door, worn by elements. It's military. Probably something that... Okay, du wendest dich ab. Okay, aber wo war denn jetzt der Vater? Ja, das brechen wir. Prüfe die Seriennummer der Rüstung. Na, darf ich das jetzt? Am nächsten Tag erneut. Das müsste jetzt ja möglich sein, oder? Ich muss übrigens noch einen Würfel abholen, fällt mir gerade so ein. Umwand um 15 Uhr irgendwas. Ist denn hier meine Notiz? Disco Elysium. Ich muss die Würfel um Mittwoch um 7.15 Uhr? Was ist Mittwoch um 7.15 Uhr? Hier steht Mittwoch um 7.15 Uhr. Ah. Okay, gut. Das bringt mich leider nicht weiter. Ich habe nämlich meine Notizen nicht übernommen vom letzten Mal. Ich muss jetzt deswegen mal blättern, wenn ich gucken möchte, was ich vorher bei dem letzten Mal geschrieben habe. Naja, machen wir noch. Zurück zum Thema. Wo ist der Rest der Rüstung? Frage Kuhn und den Steinwerfen irgendwas er weiß. Na, ich hab doch jetzt alle Teile. Oder gab's dazu noch einen Helm? Peppe deine Unterlagen auf. Oh, das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh. Das muss ich mal machen, am besten heute Abend. Kontrolliere die Fallen. Kontrolliere die Fallen, dann dieses Kanal ziehen auf dem Weg über. Ach, okay. Also wir kommen hier dann vorbei. Ist aber auch irgendwie nur hier am Strand, dass der Turm so richtig abartig hängt. Siehst du, in der Kirche war ich ja auch noch nicht, ne? Gehen wir mal in die Kirche. Wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Das Vorhängeschloss wurde nachlässig in das Holz gebohrt, aber die Tür selbst sieht sehr groß und stabil aus. Du würdest an der Tür zu sehen, ob sie aufgeht und inspizierst die Holzarbeiten? The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Aha.
Die Schnitzereien sind blockartig. Zwei lange Balken schießen nach unten, verschwinden im Holz. Du lässt deine Hand über den Balken gleiten. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Windgeleitet, aber feucht. Feels exceptional. 300 tons of pine would fit together seamlessly. It's old too. Cut and carved many centuries ago. Danke, liebe Mechanik. Also ich finde die Mechanik immer noch gut. Leider hat der Eisbär dieses Bild gewählt. Also das ist, ich habe hier von meinem tollen Plan erzählt, noch mehr von diesen Dingern hier zu kaufen. Und sie an einer Wand zu hängen. Wir haben einen besseren Ort gefunden. Das reicht aber trotzdem nur für 4. Und sie fand, dass die Hand-Augen-Koordination das bessere Bild hat als die Mechanik. Weil die Mechanik ist so ein bisschen creepy. Aber die Hand-Augen-Koordination ist auch irgendwie cool. Und die anderen beiden werden visuelles Kalkül und Konzeptbildung. Das sind beides gute Bilder. So. Siehst du das vorhin Schloss genau an? This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Das Schloss hat einen gelben Aufkleber, das ist ja schön. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Der Sticker ist interessant, aber wir haben ihn nicht sofort gelesen. Warum das denn nicht? Du siehst den Aufkleber an. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile and the X's make it dead. Oh, Asbest verseucht die Bude? There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Was? Es ist was blendend Modernes daran? Also sind wir sicher, dass wir dieses Symbol noch nie gesehen haben. Es ist so modern, dass es alles, was in der Zeit des Lebens gesehen hast, in den Schatten stellt? Was macht dieses Symbol so modern? It's the contrast between the cherry, chemical yellow, and the rigor mortis. As if the cherry guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense, the forces of future are at work here. Die Mächte der Zukunft sind dabei zu arbeiten. Du siehst dir das langweilige Vorhängeschloss erneut an, weil es so schön absurd ist. Haben Sie das Symbol schon mal gesehen? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses and replies. Ah ja. No. Nein? Er lässt ja einfach ein Riesenritual und guckt und Dings und sagt dann nein. Ich habe übrigens eine Theorie aufgestellt. Mal gucken, wie weit ich weg bin. Und zwar hat der komische Typ gesagt, der zwischendurch seinen Sohn über Feld Industries erzählt hat, hat gesagt, er kennt Kim. Und das ist total random. Er hat von Kim gehört. Warum das denn? Er ist doch irgendwie an Technik interessiert und sonst irgendwas. Also entweder ist Kim in irgendwelchen Technikkreisen relevant, oder aber wir haben hier so eine Shutter Island-Situation und Kim ist für was ganz anderes bekannt. Na gut, wonach sieht's denn aus? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Jugenddelinquenz? Was? Was? Forever shall say aussi. The moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. Ah ja, Jugenddelinquenz, Leute für zwischen 10 und 16 Jahren, die für Gesetzesverstöße machen. Ah ja. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Er steckt das Taschentuch in seine Jackentasche. Ah ja, schön, wir haben wieder was gelernt. Und wir werden doch direkt er nennt uns jetzt auch Officer, ne? Das, wo er meint, dass Straftaten können halt nur von Erwachsenen begangen werden. Minderjährige begehen halt Jugenddelikte. Na gut, was lässt darauf schließen? I haven't seen that sticker before. And I'm not a youth. Er hat diesen Aufkleber noch nie gesehen, der ist kein Jugendlicher. Vorhängeschloss! Was? Das stimme ich zu, es ist sehr modern. Aber weiß der fröhliche Typ denn nicht, dass er tot ist? Oder ist es dem toten Typen egal, dass er nicht mehr lebt? Woraus ergibt sich hier die Ironie? Ach komm, das müssen wir jetzt nehmen von so einer Art Cop. That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Achso, das ist die Konzeptidee, die das macht. Na gut. Mechanik 9. Du versuchst den Aufkleber abzuziehen, ohne ihn zu zerreißen. Haha, gut, dass wir das für Mechanik haben. Warum habe ich eigentlich... Ja, doch. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Toll, jetzt gibt da meinen Daumen. Du klebst den Aufkleber in dein Fallbuch. Nach dem letzten Eindruck, wo er hingehört. Du klebst den Aufkleber auf dein Fallbuch. Genau auf den Einband. Du schüttelst ihn von deinen Daumen und lässt ihn vom Wind trinken. Ich klebe ihn auf mein Fallbuch drauf, das finde ich irgendwie cool. Voila. Looks very modern. Peppe deine Unterlagen auf! Was? Das war die Quest?
You're part of the future brigade now, and so is your formerly humdrum ledger, Neon Baby. What? So einfach? Das ist die Quest, die ich gerade noch gelesen habe. Ich dachte, ich mach da. Das ist. Finde schwer, aber das Regierungsbeständig. Ich muss mir mein Auto abpumpen, ne? Weil ich habe ja da quasi Abpumpen bei der Würfelmacherin. Sei in 8 Stunden fertig. Wo sie ihn verfolgen will. Also um 16.53 Uhr, wenn sie das Mittwoch um 8 gesagt hat. Na gut, du inspizierst jetzt die Krampe. The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Also das Ding ist festgeschraubt, aber eine der Schrauben ist gar keine Schraube, sondern ein Nagel. Verwenden Leute eigentlich heutzutage noch irgendwo in großem Stil Nägel? Außer vielleicht irgendwie bei so Kisten, weil eigentlich nagelst du, bzw. tackerst du nur Sachen, die du wieder auseinanderbauen willst, oder? Weil ich meine, Schrauben sind ja schwerer herzustellen, aber so im Großen und Ganzen? Wer verwendet noch Nägel? Weil um Bilder aufzuhängen an meiner Bilderwand, aber darf nochmal abgesehen? Ich hab alles geschraubt. Idealerweise mit Torx-Schrauben in letzter Zeit. Weil es ja auch irgendwie praktischer. Hält ja mehr. Als ein komischer Nagel. Ich mache aber nicht so viele Holzarbeiten. Sind Nägel heutzutage noch relevant? Was? Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Du wirst nicht nur mal sehen, was die Brechstange dazu sagen. Maybe we should circle the building first and look for another way. The building has seen enough mistreatment. Achso, wir sollen ihn hinterher suchen. Das ist ja schön. There is a touch of guilt in his voice. In seiner Stimme schwingt etwas Schuldgefühl her. Sollen wir mit der Bassform anfangen, die vom Eis kommt? Ich habe vorhin etwas gehört. Yes, the pulsing bass. A sure sign of junior delinquency. Somewhere east of here. Wummerner Bass. Ein sicheres Zeichen für Jugenddelinquenz. Ach, schön. There's something on the sea ice there. Oh, Körperapparat herausfordernd. Alle Objekte müssen zugrunde gehen. Ach, weil ich die Quest hab. Moment, warte mal. Körperapparat. Hallo, Botting. Oder Körperapparat 2. Warte mal, ist es das Aufbrechen? Was will ich denn hier machen? Wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Ah ja, das ist das für Aufbrechen. Du setzt unmittelbaren Zwang gegen das Vorhängeschloss ein. Nein, noch nicht. Du suchst an der Tür, um zu sehen, ob sie aufhört. Nothing happens. Only the sound of the padlock rattling against the door. Oh. I don't think that's going to work. Oh, es wird nicht funktionieren. High above, the wind wraps the church in its rush. Cold and wet from the ocean bay. It parts around the massive keel-shaped roof, like a test tunnel washing both sides. The way it has done for 340 years. The wind keeps its distance. So should you. Schauder weiß, dass das Ding 340 Jahre alt ist und meint, dass der Wind Abstand hält und dass ich das auch tun soll. Was ist das für ein Gefühl? There is a hole in my heart. Das sind immer die etwas freaking Dinger, wenn auf einmal die weibliche Stimme kommt. The lieutenant looks at the padlock. He didn't hear you asking. You were quiet enough. Könnte meine Frau nicht hören. Ach, schön. Ja gut, unmittelbarer Zwang gegen Türen machen wir auch nicht. So, ist jetzt mein Fallbuch anders? Nein, es ist immer noch das Versagen. Fallbuch des Versagens, des Hasses. Ich habe gehofft, dass es jetzt irgendwie aufgepimpt und wie cooler wird. Bonus aus Gegenständen? Konzeptbildung, ja. Enzyklopädie 10. Und ich könnte noch auf 14 gehen. Aber ich habe mir das Gefühl, dass Enzyklopädie weiter zu steigern einfach nichts bringen wird, ne? Habe ich ja nicht gerade aktuellen Gedanken laufen vom letzten Mal? Aha, die Realisation. Ich frage mich immer noch, ob das ein... Oh, was bist du noch? Ob das ein roter Hering ist mit den... Mit der Munition. Ob das einfach gar kein Dings gibt. Keine Munition in diesem Spiel und man gar nicht... eh nicht schießen kann. Außer in Dialogen mit Kim. Ob das am Ende doch geht. So. Ich darf mir so nicht zu lange festquatschen, weil eigentlich will ich noch Dinge tun hier. Mir fällt auf, dass ich übrigens die Brechstange schon in der Hand habe. So, ist das hier die Jugenddelinquenz? Das sieht eher aus wie Kinder, die im zugefrorenen Fluss spielen. Können wir den reden? Steine hoch. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. Kleine Junge mit den schmulligen Haaren. The other one looks indistinguishable from him.
He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Ah, seine Zunge hängt raus, während er das anguckt. Hey, sie sieht einheitlich aus. Na gut, die steht, Mama steht dahinter. Ihr seht einheitlich aus. The stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. Aha. Die offensichtliche Tatsache, die du gerade erwähnt hast. Deswegen hat er auf einmal Angst. He looks just like me. Er sieht genauso wie ich. Ja, das habe ich schon gesagt. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. Ah, die sind dreckig, das ist ja schön. The rock kicker was just being shy. But now he's enthusiastic again. Oh ja, das hasse ich ja. Ich hatte das mal bin mit einem Arbeitskollegen mal zu Ikea gefahren. Und der hatte seinen 8- oder 9-jährigen Sohn bei. Und der war auf dem Hinweg total still. Und man weiß ja, wie so ein Ikea aufgebaut ist. Das ist ja immer so ein Rundtrip, irgendwie Stockwerk hoch, dann runter und dann... naja, es dauert lange, so ein Ikea zu durchqueren. Und so umqueren ist ja auch schwierig. Und dann waren wir auf jeden Fall... Ich weiß nicht, so gegen... Wo wir eingetreten sind, hat das Kind langsam dann irgendwie seine erste Furcht überwunden und ist dann immer anhänglicher geworden. Bis ich das Vieh irgendwie tragen musste, damit wir überhaupt zur Kasse kommen, weil sonst ich vorangegangen wäre. Anstrengend. Aber ich glaube, Bernie hasst Kinder. Ja, offensichtlich, ne? Das ist, weil wir wollten halt irgendwie mal fertig werden und das war halt irgendwie schwierig. Ich glaube, er hatte die Lieb, die tragen zu werden. Ich glaube, sein Vater war auch recht froh, weil er musste mich nicht machen, weil ich war ja da. Ja, Ikea mit Kindern besuchen. Super Idee auf jeden Fall. You're bad with kids. Was? Sie können nicht mit Kindern umgehen? Die haben mir das ja letztens offensichtlich. Stimmt, ja. Was sind Sie? Kinderversteher Nummer 1? Es ist unmöglich, mit Kindern umzugehen. Sie sind einfach zu dumm. Stimmt, ja. Don't worry, everyone is. How about we do some police work now? We're not getting anything here. Ah, ja, schön, dass du sagst, alle sind schlecht mit Kindern. Er sieht sich einen kleinen Jungen an und wendet sich an dich. Hey, wo ist eure Mama? The kids don't reply. Absorbt. Tschüss. War schön, dass wir Tschüss sagen, ne? Soll ich nehme an, Mutti ist hier, die Babuschka, die hier rumhängt. Ich meine, aber ich schon. Alter! Die Frau, die neben meinem Bottich mit Wäsche sitzt, summt eine ungewöhnliche Melodie. Ihre Augen sind geschlossen. You're not sure about the melody, but it might be Savsamaran. Possibly Sigean. Also known as the Apricot Sujunti. Ach, schön, dass sich das die Enzyklopädie mal wieder gemeldet hat. Bis jetzt ist es, glaube ich, noch nicht vorgekommen, dass sich die Enzyklopädie bei irgendwie so schweren Sachen, also dass meine Enzyklopädie schwer oder so war, oder? Aprikosensozialität, oder davon habe ich schon gehört. Die Leute mögen es nicht, wenn man sie so nennt, glaube ich. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Da kann man was machen, da gibt's tolle Kat-OPs. Ja, das hat einen grauen Star. Ich ahne, wie das hier Kat-OPs nicht angeboten werden hier in der Gegend. Das, ist natürlich sehr schade. Ich google gerade Dinge. Wenn sie nicht sehen können, woher wussten denn, dass ich hier bin? Naja, sie kann ja sehen, nur halt nur in so einem kleinen Bereich. Du lehnst dich nach vorne. Wenn ich nicht will? Ja, sie hört sie ja immer noch, oder? I still have a golden ear. Come, come. Okay, du lehnst dich nach vorn. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Ich mache Ihnen keinen Ärger. Sie wollen keinen Ärger. We are not here to cause any trouble, madame. Ja, das sagen die Bullen immer, oder? Wir sind hier nicht, um Ärger zu machen. Den Ärger machen sie selber. Wir sind Bullen, wir sind Teufelskerle. Klick, klick, bam, bam. Du ziehst deine Fingerpistolen auf sie. Wir schnell, wir sind näher, komm. Wir machen hier mal das Ding straight. Oh. Of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Man betrachtet die Polizei das letzte Mal vor 12 Jahren, sie betrachtet das schlechtes Omen. Ich habe übrigens rausgekommen, warum es stuttert, das hat was mit Wiesing zu tun. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das am besten nur für Dings auskriege. Moment, wie singt dieses Spiel überhaupt? Nicht wirklich, oder? Da muss ich das bestimmt im Treiber machen.
Ich könnte zum Vollboot spielen. Das ist ein Spiel wie dieses überhaupt Grafikoption, das ist auch so ein Ding. Das ist Überlegung und Kuverti, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nichts davon! Ja, Dovrak, genau, mit Dovrak. Was, Detective-Modus? Ich weiß nicht, ob ich den Detective-Modus möchte. Okay, es gibt keine Möglichkeit, das ist Vollbild. Warte mal, ich könnte im Fenstermodus spielen. Aber es gibt keinen Vollbild-Fenstermodus, so ein Elend. Wofür für euch macht das keinen Unterschied, oder? Stimmt, im Stream sieht es doch genauso. Okay, warte. Versuchen wir mal das, weil Fenstermodus hat kein V-Sync, theoretisch. Moment, war ich schon mal hier? Und das haben sie jetzt mal sehen. Vor 12 Jahren kamen sie auch. Er meinte mich oder die Polizei? War ich schon mal hier? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. Achso, die BMA war mal hier. Also nicht wir persönlich. Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und vor 12 Jahren war das anscheinend. Und sie zeigt auf das Gebäude da drüben. Na schön. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place. Somewhere more quiet. Was? Einmal hat er einen anderen umgebracht, ist der noch selber eingeschlossen, weil er darüber nachdenken musste. Dann haben die Bullen ihn an einen noch abgelegenen Ort mitgebracht, wo er mehr nachdenken kann. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Ah ja. Das stimmt, ich bin ein schlechtes Omen. Wenn ich als schlechtes Omen betrachten werde, warum hat mir das noch niemand gesagt? Du fährst fort? Maybe they are afraid. Was, du hast Angst? Was? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. Wir sind trotzdem willkommen, aber wenn solange keine bewaffneten Männer hinter uns her sind, vielleicht sogar dann. Weil das ist die Art von Fischerdorf, die wir hier sind. I'm sorry, there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Die Kinder sind schon länger alle weg, weil sie auf Schatzsuche sind. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Das sind Fragen, die ich beim nächsten Mal stelle.